Hallo zusammen, ich bin's wieder, die Lotti von Kreativ Leicht gemacht. Heute nur mein dritter Adventskalender für dieses Jahr. Dieser Adventskalender hier besteht aus 24 kleinen Häuschen. Die so Häuschen habe ich schon ab und zu gepostet und für verschiedene andere Anlässe verwendet. Jetzt ist es ein Adventskalender geworden. Ich finde, die passen richtig super. Das Ganze hier schön in flüsterweiß und kraftfarbenem Papier mit dieser Paketschnur hier verbunden, finde ich, sieht richtig klasse aus. Man kann da wieder der Kreativität freien Lauf lassen. Das Ganze kann nach Herzenslust bestempelt, beschriftet werden. Dieser Adventskalender hier soll jetzt hängen, also praktisch sprich entweder an einer Lampe oder an einer Wand. Dafür habe ich mir diese etwas kräftigere Schnur hier rausgelegt. Ich habe aber auch noch so ein richtig schönes dickes Seil, wo eine Lichterkette mit eingeflochten ist. Vielleicht werde ich die aber auch verwenden. Diese Bilder werdet ihr dann bestimmt wieder auf Instagram zu sehen bekommen. Ich für meinen Teil benötige jetzt unbedingt noch ein einziges Häuschen und wenn ihr wissen wollt, wie ich sowas werkel und Spaß drin habt, dann bleibt dran, ich nehme euch gerne wieder mit. Für mein Häuschen benötige ich zwei A4-Bögen. Da habe ich mich einmal für den Aquarellblock hier entschieden und aus diesem Block möchte ich den schönen, kräftigen, naturfarbenen Cardstock haben. Als allererstes falze ich mir meinen weißen Bogen hier zurecht. Ich lege es einmal an der langen Seite ein und falze bei 7 cm. Ein weiteres Mal bei 14 cm. Dann noch einmal bei 21, also immer 7 cm weiter. Und ganz zum Schluss nochmal bei 28 cm. So haben wir uns hier gleich unsere Klebelasche erarbeitet. Jetzt lege ich meinen Bogen nochmal mit der kurzen Seite oben an und falze noch einmal bei 7 und noch einmal bei 14 cm. Und da unser Falz- und Schneidebrett jetzt hier schon draußen liegt, schneiden wir uns gleich noch den Boden und das Dach zurecht. Das Dach schneide ich mit 7,2 cm zu. Einer Länge von 15 cm. Und da unser einzelnes Feld hier 7 x 7 cm ist, werde ich das Mattungspapier für den Boden, also das hier für den unteren Bereich, mit 6,5 x 6,5 cm zuschneiden. Da man die nächsten Schritte auf diesem weißen Cardstock hier ziemlich schlecht sehen kann, habe ich so eine Art Muster hier mal vorbereitet. Hier ist meine erste Falzlinie und meine zweite Falzlinie. Und hier sind ja die jeweiligen anderen Falzlinien. Vorne befindet sich unsere Klebelasche. Das wird unser Boden. Und hier oben falzen wir uns erstmal diese vier Falzlinien rein, sodass wir hier eine richtig schöne Wölbung dann bekommen. Dafür werde ich mir jetzt hier eine Markierung bei 3,5 cm setzen und dann ansetzen mit dem Falzbein oder der Nadel und dann die und die Falzlinie ziehen. Jetzt haben wir noch den unteren Bodenbereich hier. Hier schneide ich mir recht großzügig schöne große Knipse raus und wieder genau bis zur Falzlinie. Und auch die Klebelasche wird hier oben und unten mit einer großzügigen Ecke versehen. Wenn wir uns soweit alles zurechtgeschnitten haben, dann können wir schon mal die ganzen Falzlinien so ein bisschen nachbiegen hier. Und nun kann es auch schon ans Gestalten gehen. Ich möchte ja hier wieder die eine Seite, also da, wo so schön das Dach nach innen geht, einen Kreis raufstempeln und auf der anderen Seite kommt die Zahl. Man kann aber auch wie bei diesem Modell hier das Ganze ringsrum gestalten. Dafür habe ich mir schon mal meinen Kreis und das Herz auf einen Stempel gespannt. So war es natürlich etwas leichter für mich, alle 23
anderen Häuschen hier hintereinander weg fertig zu stampeln, ohne jedes Mal wieder neu ansetzen zu müssen und zu gucken. Hier orientiere ich mich jetzt wieder an der Falzlinie. Nummer 1, wieder eins freilassen und das zweite. Dann soll ich hier die Zahl rein. Mir fehlt jetzt noch die 22. Noch einmal die 2, um den Innenbereich jetzt hier einfach so bestempeln zu können, ohne darauf zu achten, dass der Stempel vielleicht eventuell über den Rand geht oder mir nur die Hälfte des Stempels hier mit Farbe zu benetzen und den Rest dann abzuwischen und abzukleben. Ja, das war mir jetzt bei der Anzahl der Häuschen doch etwas zu umständlich. Demzufolge habe ich mir ein Stückchen Cardstock mit den Maßen von 7 x 7 cm zurechtgeschnitten. Dann muss ich erstmal schauen, welche Größe letztendlich von meinen Kreisstanzen da so hinhaut und bin dann auch fündig geworden. Ich habe mir das Ganze jetzt so fertig gemacht, dass ich jetzt einfach nur noch das Ganze so anlegen muss. Man sieht hier schon, einige Stempel gehen dann doch arg drüber. Falls ich dann etwas breiteren Stempel habe, kann ich das Ganze auch noch so rumlegen. Wenn ich mir die Schablone jetzt schön ordentlich aufgelegt habe, dann brauche ich nur noch meinen Stempel mit Farbe versehen und kann jetzt die zwei Gesellen einfach so hier reinstempeln, ohne da groß drauf achten zu müssen, dass es über den Rand geht. In der Zeit, wo meine zwei Freunde hier ein bisschen trocknen können, können wir uns schon mal dem Dach hier widmen. Und der Boden kommt dann ganz zum Schluss. Das Dach besteht ja aus 7,2 x 15 cm. Das falte ich mir jetzt einfach mal so in der Mitte zusammen. Ich werde mir die Mitte markieren. 7,2, also 3,5 und ein Müh. Und genau dort werde ich dann gleich mal ein Loch reinmachen. Das Paketband, was ich mir hier zurechtgeschnitten habe, hat die Maße von 1 Meter. Ein bisschen mehr geht aber auch, also 1,10, 1,20 ist auch sehr gut. Alle Teile, um das Häuschen fertigzustellen, habe ich jetzt vorbereitet und zurechtgeschnitten. Und ich kann mir das Ganze jetzt auch schon zusammenkleben. Falte mir die Seiten so ein und brauche mir jetzt nur noch so ein bisschen Kleber auf die Klebelasche hier geben. Das Ganze einmal so überschlagen und andrücken. Sieht man schon. Jetzt brauchen wir uns nur noch den Boden hier umschlagen. Ich gebe mir ganz gerne mal so ein bisschen Kleber erst hier auf die erste Lasche. Etwas auf die zweite Lasche. So, ein bisschen darauf achten, dass sich das Ganze nicht verzieht. Und dann wieder ein bisschen Kleber auf die Lasche und die letzte. Das Ganze wieder richtig gut andrücken und gleich den Boden mit aufkleben. Wenn ihr euch so diese Häuschen hier baut, die nicht hängen müssen, dann kann man auch auf diesen letzten Schritt, auf dieses letzte Mattungspapier verzichten. Aber da mein Häuschen ja hängt, finde ich, das ist das ein richtig schöner Abschluss. Jetzt will ich mir das Ganze noch ein bisschen andrücken. Seiten hier einklappen. Und man sieht schon, es fällt richtig gut dahin, wo es hin soll. Auf der glatten Seite und auf der anderen glatten Seite benötigen wir jetzt noch zwei Löcher.
Die schanze ich mir jetzt schön mittig ein. Und hier können wir dann gleich unsere Paketschnur durchfädeln. Jetzt könnte man den Kalender schon gleich befüllen. Ich habe aber alle meine Häuschen soweit fertig gewerkelt und zugebunden. Das Öffnen und Verschließen des Häuschens ist aber ganz einfach. Zuallererst ziehe ich mir meine beiden Enden hier durch mein Dach durch. Und jetzt kann das Ganze auch schon zugebunden werden. Aber auch genau so kann es dann ganz einfach wieder geöffnet werden. Das Band ist lang genug und ja, wenn dann mal das Dach rausrutscht, dann kann man das auch ganz leicht wieder reinfädeln. Jetzt kann das Häuschen befüllt werden, aber auch natürlich dann entnommen werden, die tollen Sachen, die da drin sind. Und ganz einfach wieder so verschlossen werden. Zum Verschließen schlage ich einfach die beiden Bänder einmal rundherum. Und jetzt kann es oben entweder mit einer Schlaufe versehen werden, so dass wir uns das hinhängen können, oder jetzt fürs Erste habe ich erstmal überall eine Schleife gemacht, so dass das Ganze zusammen bleibt. Man könnte auch eine Schleife machen und jetzt noch eine zusätzliche Schlaufe zum Anhängen, aber das der Kreativität wieder freien Lauf zu lassen. Und somit ist auch mein letztes kleines Häuschen fertig. Ich finde, die lassen sich richtig leicht und einfach basteln und da kann man mit ganz vielen verschiedenen Mattungspapieren und weihnachtlichen Dekorationsartikeln noch ja einiges mehr rausholen. Ich für meinen Teil freue mich aber erstmal, dass das alles so gut geklappt hat. Ich wünsche euch einen super schönen Tag und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.